Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lund! Das KF4! Ja. Wenn ich mal so ein explosionales, beziehungsweise explodierendes Anfangsszenario habe, beziehungsweise eine Ansprache, dann ist es meistens Lutzfass Call. Aber heute ist es Disgaea. Willkommen bei Disgaea nochmal zurück. So, damit alles schön ordentlich ist. Ja, beim letzten Mal haben wir uns mit den Alien beschäftigt. Aliens. Und jetzt kommen nochmal Aliens. Wow, that's an overly suspicious device right there. It looks like it's totally made from space technology. That must be it. But how are we... Destroy it, Desco! Huh? Desco? Sure, but as a final boss, Desco should build up enough power over time to destroy it with one Big Bang type of thing. Hurry up! Just use a beam or something and destroy that thing already! Sorry, Desco is on it! You suspicious creatures, halt your suspicious activities at once. I have no intention of being called suspicious by some parasites on the moon! Do it, Desco! Don't move. We have no choice but to take appropriate measures if you keep interfering with us. If you really wish to stop the device, you must submit a claim to the Office of Lunar Devices and go through the official channels. Are they out of their minds? There's no time for official channels! The moon is gonna blow up! This is an emergency! That's why we're here! We don't have the time to converse with you aliens! Unable to process. The Earth has agreed to this as well. What is the emergency? The Earth agreed? No way! Nobody on Earth would ever agree to this! Well, that may be. However, we've already received approval from the ruler of Earth. Ruler? You mean Judge Nemo? Then this was all planned by him after all! No, that is incorrect. No? Then who approved of this? The Supreme Conference. Human extinction is the consensus of the 20 billion planets registered under the Pan-Galactic Alliance. What did you say? The hell does that mean? What's a consensus? Basically, many aliens all over the universe have agreed to destroy the moon and drive human beings to extinction. Are you serious? Why would stupid aliens decide to do that? I won't allow it! When you exterminate pests in your house, do you ask the pests for their permission? As if humans were the pests of the universe. I couldn't agree more with that sentiment, but not with the destruction of the moon! The moon shouldn't be sacrificed to kill the human infection! That's right! The current state of the humans is that of harmful pests! That is why I'm going to turn the human world into Hades and re-educate them! We're being treated as pests by demons and aliens! Humans don't need the power of aliens. What they need is Hades and reformation! That being said, I don't care whether it is the consensus of the Supreme Conference or not. I have no intention of obeying you. Unable to process. Are you going to oppose the entire universe? I sure will. And I'll keep opposing you until you bastards change your decision. Ja, das war eine schnelle Kriegserklärung. Ja, so, was haben wir hier? No Entry überall. Das heißt,
Also jetzt kommen langsam auch so eine kleinen Geo-Rätsel. Und ja, da muss ich jetzt halt. Da muss ich jetzt halt öfters drauf achten. Wie mache ich das jetzt am besten? Hier ist no entry. Überall. Hier ist halt wichtig, dass man hier sehr viele Magier hat. Weil, ihr seht, langsam werden die Werte richtig unterschiedlich. Das heißt, hier erhöht sich die Defensive extrem, aber die Resistenz ist wenig. Und sie haben auch langsam eine, ja, ein bisschen Magieresistenz. Und ich versuche es einfach mal mit dem Gigafire. Hoffentlich reicht das. Ich könnte ja mal endlich gucken, ob Emise nicht schon was Neues lernen kann. Aber ich vermute mal nicht. So, mussten wir jetzt den zerstören, damit alles zerstört wird, oder? Ich glaube nicht. So, jetzt können wir wenigstens hier rauf. Ah, die können sich halt auch nicht bewegen, glaube ich. Oder konnten sie sich bewegen? Ich weiß es gerade nicht. Egal. Wir müssen auch allerdings nicht. Also ihm. Der Vettoris müsste ja langsam mal auch neue Fähigkeiten bekommen, oder nicht? So, Adonis wird noch ein bisschen trainiert, versucht zu trainieren. Die Laura ist leider immer noch auf Level 47. Was ich sehr schade finde, aber sie drückt einfach keinen Schaden, um den Gegner zu vernichten. Aber egal. Das kommt vielleicht noch alles. Im Postgame wahrscheinlich. Ich bin mal gespannt, wie lange ich das hier jetzt spielen soll. Ja, wie lange ich das spiele, weil das ist halt das Kaya. Man kann es eigentlich wirklich fast unendlich spielen, also beziehungsweise sehr viele Stunden investieren. Und ich habe so eine kleine Vorahnung, dass es so enden wird wie bei Jade Kokong, dass wir wirklich eigentlich nie fertig werden können. Man kann jedes Mal noch so viel machen und ja, das ist halt bei mir die Sichtweise. So, hier ist No Entry. Ah, guck mal. Stand da schon immer oben rechts Boss? Ignition Device? Turn 2. Zug 2. Ist mir noch nie aufgefallen. Vielleicht kam das auch mit einem Update. Müsste auch mal wieder updaten, das Spiel. Ich versuch's natürlich aktuell zu halten, weil, ja, falls ich irgendwie einen Bug finde oder so, ich will keinen Bug usen. Also, ich habe schon von zum Beispiel Shinigami gehört, dass ganz viele Leute, die im Multiplayer sind, also die halt ihre Mannschaften wegschicken, also das zu Piraten werden lassen, die haben halt alle geschummelt, weil sie halt so einen Bug ausgenutzt haben. Das hat mir durch Shinigami alles erklärt und so weiter. Also nicht, wie der Bug funktioniert. Oder doch? Dann weiß ich nicht mehr, sorry. Wenn er es doch getan hat. Tut mir leid. Aber ich kann mich nicht an alles erinnern. Aber nichtsdestotrotz hätte ich das sowieso nie ausgenutzt. Also das wäre bloß interessant zu wissen, wie das geht. Aber ich hätte das niemals ausgenutzt. Ganz ehrlich. Das macht ja dann gar keinen Spaß. Es ist genauso wie, als wenn man jetzt irgendwie was cheaten würde oder sowas. Und ja. Nee. Cheaten muss nicht sein, das macht das Spiel kaputt. Bei manchen Spielen ist es hilfreich, aber nee. Nee. Also wenn man mal wirklich nicht weiterkommt, dann ja, aber bei sowas hier. Also wenn man mal nicht weiterkommt, dann würde ich wirklich mal sagen, okay, schummeln wir mal ganz kurz oder gucken einfach mal in die Lösung. Fertig. Weil Schummeln ist ja nicht nur. Ja nicht nur Bug usen, sondern auch in die Komplettlösung reinschauen. Coole Stimme, muss man sagen. Arrow Trap. Nicht schlecht. Aber wie lachhaft, oder? 77? Na gut, dann Adonis, mach mal hier bitte den Tod. Dann natürlich wieder dasselbe wie vorhin, dasselbe Spielchen. Sehr nice. Ich
Ich muss mir auch angewöhnen, öfters mit dieser Axt zu hauen, weil man dann halt wirklich... Wie zerstöre ich das eigentlich? Weil man dann wirklich auch die Na sag schon, die Defensive verringert. Oh mein Lord. Das ist einfach nur geil. Ich freue mich schon auf die nächsten Attacken. Weil ich weiß nämlich auch gerade nicht, wie die nächsten Attacken aussehen. Das finde ich halt auch gut. Ich schaue mir zwar alle paar Wochen... Also nicht alle paar Wochen, aber alle paar Monate habe ich mir mal die ganzen Attacken angeschaut von Diskaya. Auch wo ich nicht aktiv gespielt hatte. Und es war schon interessant, was da noch für Attacken kommen. Also was für geile Attacken von den Charakteren kommen noch. Also da kommen noch ein paar. Und ich muss mir das noch ein bisschen... muss mich nachher noch einarbeiten, später, in dieses... in diese Shara-World. Weil... ja... da kann man halt neue Techniken lernen. Und das wird noch sehr interessant. Bin mal gespannt. Tipps werden natürlich ganz gerne angenommen. So. Hab ich jetzt eigentlich... ja, hab ich. Ich hatte ja letztens gesagt, dass ich eine Combo machen will. Zum Schluss beim Endboss. Eine Magic Change Mission. Und ich könnte ja auch mal ganz langsam angriffen, was es ist. Und zwar wird es wahrscheinlich Desko mit Vavetorus sein. Weil Desko wird zu einem Schwert. So, sehr nice. Jetzt ist bloß noch dieses Gerät hier, was eigentlich gar nichts macht, glaube ich. Oder? Macht es irgendwas? Nee, hat keine Waffen. Sehr schön. Hält extrem viel aus, aber ansonsten gar nichts. Gut, was haben wir hier? Genau, das No-Entry-Symbol. Dann machen wir das erstmal hier. Also machen wir das erstmal kaputt. Damit wir auch wirklich da rankommen. Sehr schön. Jetzt können nämlich alle Nahkämpfer da auch ran. Und wir machen das einfach dann kaputt. Mach's kaputt. Und zwar mit den Gigawind. Komm, das hatten wir auch schon lange nicht mehr. So. Es reicht aber noch lange nicht. Jetzt muss ich noch ein paar... oh. Muss ich das so machen? Muss ich noch ein paar Attacken machen? Weil ihr habt ja gesehen, er hat 15.000. Und das ist noch sehr viel. Also so viel Schaden drücke ich eigentlich gar nicht. Also... so. Also so gut sind die Sachen auch nicht wirklich, die ich habe. Die ich auch anhabe, die Typen. Aber es reicht halt, um das Spiel zu beenden. Ich bin auch wirklich so mehr der Typ, der bis jetzt alles aus dem Shop gekauft hat und auch fast nichts angezogen hat, was er bekommen hat von dieser Liste da. Und ich denke mal, es wird später dann auch bescheuert, wenn man halt wirklich vom Shop ausgeht. Beim Shop, denke ich mal, wird es nicht das beste Equipment geben. Ich denke, man muss sich das wirklich zusammenklauen später. Man kann ja später noch die... wir können ja so ein kleines Special machen, kann ich euch anbieten. Gleich. Und zwar, wenn ich gut hart trainiert bin. Oh, das reicht. Dann werde ich die Story noch mal ganz komplett schnell spielen. In einem Schnelldurchlauf. Und ihr könnt dann halt zusehen. Das wird dann halt eine kurze Folge, also eine lange Folge. Zum Beispiel die Nunorp haben wir jetzt zum Beispiel vorher noch nicht gehabt, ne? Ich erzähl's euch gleich weiter. Excellent. Device has been destroyed. Now. What's gonna happen to us? Please, no black hole. If it goes out of control and creates a black hole, everything will be over. Don't worry about it. This is my dream, guys! Calm your ass down, Maz. Aren't you the girl who aims to take over the world? Well, that was back when I was 5. Sometimes I really admire how strong you guys are in times of crisis. Lady Archangel, please grant us protection. Stopped!
the explosions are over. My lord, it looks like we've won our bet. We've successfully stopped the destruction of the moon. Nope, not yet. Sorry, there's actually another ignition device somewhere else. You can't stop the destruction until you turn that one off, too. This man, how did he come to the moon even though he's human? He was visiting the Netherworld, too. I'm sure he has ways to get to the moon. Judge Nemo! I heard you approved this plan. Hey, you! How dare you approve this without my consent? Now, calm down. Humans are destined to go extinct. They're nothing but the pests of the universe, so naturally, aliens have decided to exterminate. And just destroy the Earth. Why sacrifice the moon along with them? Well, the only thing they want to get rid of are the humans. They're gonna reuse the Earth later, so they don't want to make a big mess. Recycling a planet? Whoa, aliens think on such a large scale. But destroying the moon will affect more than just the humans. Didn't they think about that? We're talking about a universal scale here. I'm sure they don't care if a small sacrifice has to be made. Some workers were even complaining about how much of a pain it would be to exterminate only the humans. No, that's horrible. That's when Judge Nemo came around. Destroying the moon would have been done a long time ago, but I held it off for a while. I convinced them at the Supreme Conference that my plan would work better, and it would cause less damage to the Earth. It wasn't all that hard to convince the universe to go with my plan, since it was gonna end with the same results. But you guys ruined my Earth-friendly plan. And that's why the moon is getting blown up? Why are you trying to pin this all on us? But it's true, you know. If you guys didn't interfere with my plan, the Earth would have been left unharmed. This discussion is pointless. We have no intention of destroying the moon or the Earth. And what aliens intend to do by playing God, we're not going to give in so easily. I won't allow some aliens to evaluate and judge the future of our world! Yeah, but Valvatoris, aren't you doing the exact same thing? Judging and evaluating? But the scale of the Supreme Conference is much, much bigger than yours. Watch your filthy mouth, human. No matter how big the scale is, it doesn't matter if it's wrong. My lord is offering to help those pests that were forsaken by some moronic aliens. That's the scale of a true ruler. A ruler who only knows how to discard. You're placing your inadequacies on a pedestal and posing as a god. How irritating. My lord's absolute violence will surely break that rotten scale of yours and your incompetent simpletons. And let the universe know the legitimacy of Tyrant Valvatoris's scale. Well said, Fenric. You flatter me. Demons preaching about righteousness, huh? This is just sad. It's as if I'm watching a bad comedy. I'm a little embarrassed by how obsessive Fenfan is about Valzi. As usual. Still, I agree with them. Fuka Kazamatsuri totally supports Valzi. Desko gives her support to Mr. Valzi as well. Forget those unknown aliens. As a representative of the Netherworld, I support him as well. I'm sure Father feels the same way, too.
By celestial law, angels are forbidden to support demons. But I support Mr. Vampire as well, as an individual. Well, then I have no choice but to respond to all of your support. I promise all of you here, I will stop the destruction of the moon and save the Earth! This shall be my declaration to the entire universe! This is my manifesto! A demon will save the Earth. Sure, go ahead and try it. And then realize how useless you really are. You won't save a single soul. Just like that one time. That one time? What was he talking about? Oh. Weiß er etwa über die Vergangenheit von Volvatores und Athena? Weiß er etwas davon? Aber woher? So. Woher weiß er das alles? Ich hoffe jetzt einfach mal nicht, dass die Aufnahme jetzt kurz angehalten hat, dann ist es mir nicht aufgefallen. Also ich hoffe einfach mal, dass es nicht asynchron ist. Und ja. Was wollte ich sagen? Eigentlich bevor ich vorhin gestoppt habe. Also irgendwas mit einem Itemshop war, beziehungsweise Bug-Using. Und irgendwas wollte ich sagen. Naja, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Vielleicht, sage ich mal so.